Matthias, was machst du eigentlich beruflich und woher weißt du so viel über Finanzen? Ich bin's Matthias aus der Pfennigfabrik und in diesem ersten privaten Video erfährst du, welche 5 Learnings ich aus meiner Tätigkeit als Investmentbanker in die Philosophie der Pfennigfabrik übertragen habe. Viel Spaß dabei! Eine Investmentbank gliedert sich in folgende Bereiche: eine Private Side und eine Public Side. Auf der Public Side befindet sich das klassische Trading, weil hier nur öffentlich zugängliche Informationen gehandelt werden. Was du deinem Broker auf deiner App sagst, passiert hier im großen Stil. Banker telefonieren oder chatten mit Hedgefonds und anderen Banken und vereinbaren Preise, wer wem etwas abkauft und verkauft. Es werden hier aber auch große Order von vermögenden Personen ausgeführt. Es ist wahrscheinlich der Bereich, den du schon am häufigsten gehört hast. Es ist aber auch der Bereich, wo beispielsweise die ETFs eines Anbieters gemanagt werden oder das Geld der Bank verwaltet wird. Dieser Bereich wird als Treasury bezeichnet und ist quasi der Maschinenraum einer Bank. Die Private Side hingegen beschäftigt sich mit nicht öffentlichen Informationen, da hier beispielsweise Unternehmen dabei geholfen wird, an die Börse zu gehen. Das wäre der Bereich ECM, also Equity Capital Markets. Anleihen zu begeben, genannt Debt Capital Markets, kurz DCM, oder andere Unternehmen zu kaufen bzw. Unternehmensanteile der bestehenden Firma zu verkaufen. Dieser Bereich ist bekannt unter Mergers and Acquisitions, kurz M&A. Ich selbst war zunächst im damals noch sehr kleinen ETF-Bereich und Trading eingesetzt, wechselte dann aber auf die Private Side, wo wir Unternehmen dabei halfen, Anleihen zu begeben, also im DCM. Schließlich arbeitete ich im Treasury auf der Public Side, wo beispielsweise täglich bestimmt wurde, bei welcher weltweiten Nationalbank zu welchem Zinssatz welche Summe angelegt werden sollte oder welcher Teil des gesamten Geldes als Immobilienfinanzierung ausgegeben wird, wie viel am Aktienmarkt investiert wird etc. etc. Heutzutage bin ich bei einer kleinen Unternehmensberatung beschäftigt, die zumindest in meinem Bereich darauf spezialisiert ist, Studien für institutionelle Investoren anzufertigen, indem beispielsweise Gespräche mit verschiedenen Investorengruppen durchgeführt werden. Daher kenne ich auch den Professor Hens oder Andreas Beck. Ich spreche also tagtäglich mit Asset-Managern wie BlackRock oder DWS oder Investoren wie Versicherungsgesellschaften und kenne daher auch ganz gut die Themen, die das große Geld oder das Smart Money bewegen. Ich möchte diesen Bereich aber sehr kurz halten, aber falls du Fragen dazu hast, dann stell sie gerne unten in den Kommentaren und ich versuche, alle zu beantworten. Nun, was habe ich für meine eigene Geldanlage aus dieser ganzen Praxiserfahrung mitgenommen? Hier sind meine Top 5 Learnings. Erstens, bis vor ca. 10 Jahren war es kaum möglich, in ETFs zu investieren. Den MSCI World kannte damals fast niemand. Der einzige Weg, halbwegs diversifiziert zu investieren, war über aktiv gemanagte Fonds. Aus dieser Zeit stammen auch noch die großen Belegschaften an Fondsmanagern, die ich getroffen habe. Große Research-Teams werden beschäftigt, die auch einen guten Job machen, nur die extremen Kosten fressen oftmals auch die mögliche Outperformance auf. Die ETF-Händler hingegen haben immer zum Ziel, den Tracking-Error zu minimieren, was für mich genau das richtige Ziel ist. Mein Learning für meine eigene Geldanlage ist daher: heutzutage vertraue ich auf die Wissenschaft, die Indexfonds wie ETFs eine bessere Performance nach Kosten zuschreibt. Daher empfehlen wir in den meisten Fällen ETFs für Privatanleger bei der Pfennigfabrik. Zweitens, die Bank gewinnt immer, vor allem bei Derivaten für Privatanleger. K.O.-Zertifikate sind hochspekulative Finanzinstrumente, die dir mit einem Hebel einen großen Gewinn, aber auch einen umso größeren Verlust bescheren können. Oftmals gibt es eine Grenze, ab der du dein komplettes Kapital verlierst. Diese Schwelle wird oftmals als Knockout oder Basispreis oder im Fachjargon als Strike bezeichnet. Die Bank ist dabei dein Gegenspieler. Das heißt, du wettest mit ihr, ob beispielsweise der DAX eine gewisse Schwelle unterschreitet oder nicht. Dieses Geschäft lässt sich ganz gut mit dem alten Spruch "Die Bank gewinnt immer" vergleichen. Denn einerseits haben diese Trades eher etwas mit Zocken zu tun und andererseits kann die Bank über alle K.O.-Zertifikate hinweg ihre Position glattstellen, wie man sagt. Das bedeutet, dass es der Bank am Ende wie bei Sportwetten egal ist, ob der DAX eine Schwelle unterschreitet oder nicht, weil sie von dem Unterschied der Kauf- und Verkaufkurse verdient und nicht von dem tatsächlichen Ausgang der Wette. Mein Learning daher: erstens, ich nutze keine Optionsscheine oder K.O.-Zertifikate, da diese im Vergleich sehr teuer sind, sondern nutze, wenn überhaupt, börsengehandelte Optionen. Genau das haben wir beispielsweise auch im Video zu den 3 möglichen Hedging-Strategien gezeigt, das du hier findest. Dies tue ich inzwischen jedoch nicht mehr, sondern fokussiere mich auf die konsistente Strukturierung des Vermögens. Denn diese eigentliche Struktur sollte sich an der grundsätzlichen Systematik der Wirtschaft orientieren und nicht an kurzfristigen Umständen wie beispielsweise der Inflation. Und damit kommen wir zu Learning Nummer 3. Überlass deiner Bank nicht deine Rendite. Wie sollte dein Vermögen strukturiert sein? Wenn man mit Anlegern spricht und nach den Zielen oder dem Sinn des Investierens fragt, wird oftmals die höhere Rendite gegenüber dem Tagesgeld genannt.
Doch tatsächlich wird das Geld weltweit durch Banken so verteilt, dass Unternehmen immer Zugang zu Geld erhalten und Investoren ihr Geld anlegen können. In der Mitte dazwischen sitzen Banken, die diese Funktion erfüllen. Soll heißen, ohne dass du es merkst, wird dein Geld vom Girokonto genommen und in eine Anleihe beispielsweise investiert. Das heißt, das Unternehmen zahlt einen Zins von 3% an die Bank, die davon beispielsweise Personalkosten und eine Gewinnmarge abzieht und verzinst dann dein Konto mit 1%, vielleicht zukünftig wieder. Mein Learning daraus war, ich investiere nicht nur für Sparziele wie den Ruhestand alles in Aktien, die in deiner Pfennigfabrik im Tor 2 dargestellt werden, sondern auch den Bodensatz in Tor 4, der zusätzlich monatlich auf dem Konto landet. Hier kommt es dann stark auf die Risikoneigung und auch das Liquiditätsverhalten des Anlegers an. Je öfter ich beispielsweise mal Geld entnehmen muss, desto weniger kann ich langfristig, das heißt in Aktien investieren. Baut sich eigentlich jeden Monat derselbe Betrag auf, sollte ich darüber nachdenken, einen Teil davon ebenfalls regelmäßig zu investieren. Denn sonst tut es deine Bank für dich und behält die Rendite für dich. Halt also das Girokonto immer so gering wie möglich. Wie genau eine Pfennigfabrik funktioniert, haben wir in diesem Video erläutert. Du kannst aber auch einfach hier unten links auf den Abo-Button klicken und diesen Kanal abonnieren, dann wirst du es auch verstehen. Daran schließt sich auch das vierte Learning an. Risikomanagement ist alles. Manchmal erhielten wir Orders von Multimillionären oder Milliardären, die extrem hohe Hebel einsetzten und auf einzelne Werte spekulierten. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie die Geschäfte, die der südkoreanische Milliardär Bill Wang mit Archegos machte. Irgendwann verzockte er sich und über 4 Milliarden lösten sich in Luft auf. Jeder Banker muss im Herzen ein Risikomanager sein, sagte Antonio Osorio, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, in einem seiner ersten Interviews. Mein Learning daraus, es geht oft viele Jahre gut, aber der Markt holt sich die Gewinne in regelmäßigen Abständen auch wieder teilweise zurück. Mehr Risiko bedeutet zwar auch mehr Rendite, aber eben nur, wenn du breit streust. Renditen haben ihre Grenzen. Alles auf eine Karte zu setzen bedeutet nicht zwangsläufig, morgen reich zu sein, nur weil du mehr Risiko eingegangen bist. Wer nicht streut, ist selber schuld, so heißt es. Diversifikation ist das A und O bei der Geldanlage, um die Mechanismen unserer Wirtschaft auszunutzen. Das letzte Learning hat zwar auch etwas mit Geld zu tun, aber in anderer Hinsicht. Als ich im Treasury arbeitete, konnten wir tagtäglich das gesamte Geld sehen, das die Bank verwaltete, einschließlich der Mitarbeiterkonten, natürlich nur insgesamt. Im Jahresverlauf sah das dann vereinfacht gesagt so aus. Bis April verlief alles recht ruhig. Dann gab es die Bonuszahlung. Die Konten schnellten in die Höhe. Kurz darauf jedoch brachen die Kontostände ein. Warum? Weil viele aufgrund des zu niedrigen Bonuses kündigten. Mitte des Jahres erholte sich alles wieder, weil dann die neuen Mitarbeiter an Bord waren. Mein Learning daraus, es ging zwar tagtäglich um Geld, aber ich würde mal vermuten, dass die Banker nicht unbedingt glücklicher waren als Mitarbeiter in anderen Branchen. Geld ist nicht das Wichtigste, auch wenn es dir natürlich dabei helfen kann, glücklich zu sein. Und genau darum geht es auch hier auf dem Kanal der Pfennigfabrik. Das Geld soll sinnvoll und automatisiert vermehrt werden, damit du ein entspannteres Leben und mehr Möglichkeiten hast, dir Träume zu erfüllen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über deinen Daumen nach oben, abonniere gerne unseren Kanal und dann bis zum nächsten Video. Mach's gut.